Ja, also ich wollte auf jeden Fall nicht unbedingt impfen. Also ich war sehr skeptisch, aber ich hatte keine Informationen dazu und ich habe zum ersten Mal jetzt so Informationen sozusagen bekommen und es war sehr aufschlussreich. Ich habe mich dafür entschieden, eine individuelle Impfentscheidung zu treffen. Ich möchte schon auch mein Kind gegen Masern impfen zu lassen, aber halt etwas später. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, denkwürdigen Veranstaltung. Schmidt-Troschke ist mein Name. Ich bin Kinderarzt und Geschäftsführer des Patienten- und Bürgerverbandes Gesundheit aktiv, der hier dazu eingeladen hat, in Kooperation mit dem Verband Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Wir vier sind alle Mitglieder dieses Verbandes, haben ihn einst auch mal gegründet, in der Überzeugung, dass wir mehr Licht brauchen im Bereich des Impfens, im Bereich der ganzen Maßnahmen, die sich um die Prävention von infektiösen Erkrankungen und inzwischen ja nicht nur mehr infektiösen Erkrankungen bei Kindern ranken. Ich möchte, lassen Sie mich nur zwei Sätze zu Anfang noch sagen. Diese Veranstaltung findet in einem Rahmen statt und aus der Überzeugung heraus statt, dass wir im Gesundheitswesen mehr Bürgerverantwortung brauchen und dass wir im Gesundheitswesen mehr Zivilgesellschaft brauchen. Und ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich aufgemacht haben, hier nach Kreuzberg zu uns zu kommen und diese Zivilgesellschaft zu repräsentieren. Also Sie können sich selber beklatschen, denn es geht uns heute Abend überhaupt nicht darum, gegen irgendetwas zu stimmen, sondern uns geht es darum, vor allen Dingen Urteilsfähigkeit mitzuhelfen, dass Urteilsfähigkeit entsteht. Und wie auch immer Sie sich dann entscheiden, das liegt ganz bei Ihnen. Es geht aber darum, dass es sich um eine Entscheidung handelt und das machen wir uns vielleicht im Alltag zu wenig klar. Auch Impfen ist immer eine Entscheidung. Einen guten Abend, liebe Damen und Herren. Mein Name ist Georg Soldner, Kinderarzt aus München. Neben mir Martin Hirte und Steffen Rabe. Wir sind alle drei Kinderärzte aus München. Und es ist schon sehr bewegend, in diesen Tagen hier in Berlin sprechen zu dürfen, in dieser bewegenden Zeit, 25 Jahre nach dem Mauerfall. Und wir können uns ja auch klar machen, dass so ein Abend wie heute bis vor 25 Jahren einem Teil Deutschlands gar nicht möglich gewesen wäre. Denn da wurde die Impffrage grundsätzlich nicht von dem Einzelnen entschieden, sondern wurde vom Staat für alle entschieden. Und es ist doch in diesen Tagen bewegend, dass wir die Freiheit haben, uns Gedanken machen zu können über etwas, mit dem wir ja in seinen Konsequenzen leben müssen. Wenn wir impfen und etwas passiert, wenn wir nicht impfen und etwas passiert, und dass das in unsere Entscheidung gestellt ist. Und gerade in diesen Tagen sollten wir mit großer Dankbarkeit darauf blicken, dass wir die Möglichkeit haben, uns dazu heute eigene Gedanken zu bilden und selbst zu entscheiden. Impfungen gehören zur modernen Medizin. Wir verdanken ihnen viel, denken wir nur an die Impfung gegen Kinderlähmung, dass wir in Europa keine Kinderlähmung mehr erleben müssen, dass wir sicher geschützt in Länder reisen können, in denen sie noch vorkommt. Oder denken wir an den Tetanus, dann glaube ich, können wir alle empfinden, dass wir froh, dankbar sind, dass wir hier mit einem anderen Schutz als früher leben können. Die Impffrage kann uns also durchaus zunächst dankbar stimmen für die Möglichkeiten, die die moderne Medizin bietet. Die Impffrage kann aber auch trennen, sie kann auch spalten. Da werden dann Filme gezeigt von einem Kind, das mit 4 Jahren langsam qualvoll an den Folgen einer zu früh durchgemachten Maserninfektion, die jetzt nach Jahren zu einer langsamen Zerstörung seines Nervensystems führt, dass dieses Kind langsam und qualvoll sterben muss. Etwas, was doch auch jedes Jahr mehrmals in Deutschland vorkommt. Da werden Filmaufnahmen gezeigt von einer jungen Frau in der Schweiz, die nach einer HPV-Impfung, sie war kerngesund, schien es unmittelbar nach einer Impfung, die sie gegen Gebärmutterhalskrebs schützen soll,
den Ausbruch einer schweren multiplen Sklerose erlebt und die Journalistin hat doch eine ganze Reihe solcher betroffenen Patienten gefilmt und der Impfexperte, der dann dazu interviewt wird, sieht auch nicht gut aus. Er trägt das Parteibuch der Impfindustrie, er nimmt hohe Honorare von ihr und gleichzeitig sitzt er in der Ständigen Impfkommission, die die Leitlinien, die verbindlichen Leitlinien für Schutzimpfungen in Deutschland formuliert. Und je nachdem, welchen Film Sie gerade sehen und welchen Film Sie nicht sehen, sind Sie in einer ganz unterschiedlichen Stimmung. Vor 25 Jahren wurde die Impfpflicht in einem Teil Deutschlands abgeschafft. Heute gibt es Umfragen, die zeigen, es wird viel Stimmung gemacht, es ist viel Stimmung entstanden, die fordert, wir können die Impfentscheidung nicht den Eltern überlassen, so formulieren es prominente Kinderärzte, wir wollen die Impfpflicht wiederhaben. Oft ist zu hören, lasst uns doch die Masern abschaffen. Nun, allein wenn Sie sehen, dass in der EU 10.000, in Europa 38.000 Masernfälle im letzten Jahr aufgetreten sind und das trotz vieler Ausrottungskampagnen, 7.000 Masernfälle in der Türkei, vor 2011 15.000 in Frankreich, also nicht gerade in den Ländern, wo am meisten Waldorf-Kindergärten existieren, dann sehen Sie schon, es gibt eben Erkrankungen, die man gar nicht ausrotten kann, auch nicht in den USA, wo im Übrigen auch bis zu 10% nicht geimpft werden, aus zum Beispiel religiösen Gründen. Ja, von der Ständigen Impfkommission sind vier Kinder, beginnend mit dem Alter von 8 Wochen derzeit, je nach Impfstoffen 39 bis 40 Impfungen empfohlen gegen 13 Krankheiten. Die Tendenz in den letzten 10 Jahren war eindeutig, Kinder sollen immer mehr und immer früher geimpft werden. Irgendwie gibt die Impfindustrie dabei den Takt an. Im gesamten Impfwesen ist der Einfluss dieser 5 großen Impfkonzerne übermächtig. Immerhin ist ja mit einer jährlichen Umsatzsteigerung von 10% der Markt auch sehr interessant. Die Hersteller kontrollieren alleine die Impfforschung. Sie finanzieren Ärztezeitschriften und Fortbildungen der Ärzte auch im Impfsektor. Sie sponsern sogar das Gesundheitsministerium und schicken ihre Lobbyisten in alle entscheidenden Gremien bis hinauf in die WHO, wie man ja im Fall der Schweinegrippe erfahren hat. Auch die Deutsche Impfkommission unterliegt dem Einfluss der Pharmaindustrie. Von den 17 Mitgliedern deklarieren immerhin 14 Interessenskonflikte. Das heißt, sie haben Gelder von der Impfindustrie angenommen. Die Impfempfehlungen fußen auf Studien, die von den Herstellern durchgeführt wurden und eingereicht werden, um für ihre Produkte eine Zulassung zu bekommen. Dabei gibt es keine gesetzliche Bestimmung, wie umfassend und detailliert die Hersteller ihre Produkte auf Sicherheit untersuchen müssen. Es werden nur minimale Anforderungen gestellt an die Überprüfung dieser Sicherheit und die staatlichen Organe führen auch keine Studien dazu durch. Das ist eine Missachtung des Vorsorgeprinzips und der Verfassungsrechtler Professor Zuck wirft dem Staat einen Verstoß gegen die ihm obliegenden grundgesetzlichen Pflichten vor. Die Impfempfehlungen seien in verfassungswidriger Weise unvollständig, denn auf ihrer Grundlage kann weder der Arzt noch der Patient eine Risikoabschätzung machen. Das heißt, wir Kinderärzte haben große Probleme beim Impfen und Sie natürlich erst recht. Keiner weiß so richtig, was für Risiken er seinem Kind damit zumutet. Es gibt verschiedene Wege, wie man jetzt damit umgeht. Sie können natürlich den Empfehlungen der Impfindustrie oder der STIKO vertrauen. Sie können andererseits das Impfen auch rundweg ablehnen, aus einem grundsätzlichen Misstrauen. Es gibt ja genug auch impfkritische oder impfgegnerische Internetseiten. Oder Sie suchen sich intuitiv selber so einen Weg durch diesen ganzen Dschungel. Und wir haben Ihnen so einen Ausdruck rausgelegt, was für Impfstoffe es gibt, um Ihnen diesen Weg auch zu erleichtern. Und ich will Ihnen jetzt ein paar Hilfestellungen geben, zumindest was das erste Lebensjahr anbelangt. Das heißt, es wird jetzt ein kleiner Parforce-Ritt durch diese Impfempfehlungen. Eine sehr wichtige Überlegung, und das ist für mich noch fast wichtiger als das, was dann auch geimpft wird, ist der Zeitpunkt der Impfung. Die Impfkommission empfiehlt als Zeitpunkt
das Alter, wo also das Immunsystem gerade mal beginnt, auf Impfstoffe zu reagieren mit der Bildung von Antikörpern. Es muss aber auch sehr hochdosiert geimpft werden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die Impfstoffe, die Säuglinge bekommen, sind zumindest was Tetanus und Diphtherie anbelangt, etwa doppelt so hochdosiert wie die für Erwachsene. Und was den Zeitpunkt der Impfung anbelangt mit 8 Wochen, so gibt es mehr und mehr Veröffentlichungen in den letzten Jahren, die zeigen, dass da doch ein gewisses Risiko für chronische Krankheiten daraus erwächst. Alle Impfstoffe fürs erste Lebensjahr enthalten Aluminiumhydroxid, ein Hilfsstoff, der dazu beiträgt, dass das Immunsystem anspringt. Bei der Impfung wird ein Säugling mit dem 100- bis 1000-fachen der Menge Aluminium belastet, die er über die Nahrung aufnimmt. Und das gerade ist ein Risiko. Aluminium ist ein toxisches Metall, toxisch fürs Immunsystem und fürs Nervensystem. Wir wissen aus der Frühgeborenenmedizin, dass schon geringste Spuren, Mikrogramm von Aluminiumhydroxid in Infusionslösungen oder Aluminium in Infusionslösungen zu schlechten Langzeitergebnissen bei der neurologischen Entwicklung führt. Die derzeit empfohlenen Impfungen überschreiten diesen Grenzwert auch bei reifgeborenen Kindern deutlich. Das wurde aber bei diesen reifgeborenen Kindern, die Sie ja hoffentlich haben, nie untersucht. Im Versuch an Tierbabys führt Aluminiumhydroxid zum Absterben von Nervenzellen und zu neurologischen Auffälligkeiten. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen jetzt Rotaviren, Influenza und HPV-Impfungen nahebringen. Und ich dachte, nachdem wir jetzt so viel Pessimistisches gehört haben zum Thema Impfen, fange ich mal mit 3 guten Nachrichten an. Zur Rotavirusimpfung gibt es eine ganz, ganz gute Nachricht, ganz aktuell aus dem Jahr 2014. Die Häufigkeit der Rotavirusinfektionen in Holland hat um 70% abgenommen im letzten Jahr. Und die Häufigkeit der Magen-Darm-Infektionen insgesamt auch um 40%. Was für ein Grund zum Feiern. Nur ist Holland eines der ganz, ganz wenigen Länder in Europa geblieben, die nicht gegen Rotaviren impfen. Die gute Nachricht zur Influenza-Impfung auch vorweg, ich sehe, Sie schreiben eifrig mit, also notieren Sie bitte unbedingt, dass auch die offizielle Wirksamkeitsangabe der Influenza-Impfung des Center for Disease Control für das letzte Jahr nicht mehr im negativen Bereich lag. Wir haben also keine Erhöhung der Grippewahrscheinlichkeit mehr durch die Impfung gehabt, sondern wir nähern uns langsam wieder positiven Wirkdimensionen. Und auch zur HPV-Impfung beginne ich mit einer positiven Meldung. Sie haben es wahrscheinlich den Laienmedien schon entnommen. Die Wirksamkeit der HPV-Impfung im klinischen Bereich ist endlich bewiesen. Wir wissen jetzt, die Impfung schützt tatsächlich vor Genitalwarzen. Widmen wir uns abschließend, bevor Sie dann über uns herfallen dürfen, noch der HPV-Impfung. HPV, ein schwieriges Thema, humane Papillomaviren, von denen wir mittlerweile ja über 100 verschiedene Typen unterscheiden. Mindestens 35 von denen infizieren den menschlichen Genitaltrakt und mindestens 25 von denen gelten mittlerweile als gesichert krebsauslösend. Wir können die Erbinformation dieser humanen Papillomaviren in 95% der Fälle von Gebärmutterhalskrebs nachweisen. Das klingt erstmal wahnsinnig viel, es bleiben damit aber, das ist sozusagen die Kehrseite dieser Aussage, natürlich auch 5% der Fälle von Gebärmutterhalskrebs über, bei denen wir keinen Zusammenhang zur HPV-Infektion feststellen konnten. Auch hier, ähnlich wie bei den Rotaviren, ein Problem, das global betrachtet, weltweit betrachtet, von immenser Bedeutung ist. 80% der entsprechenden Krebserkrankungen, vor allen Dingen eben der Gebärmutterhalskrebs, treten in sogenannten Entwicklungsländern auf und führen da natürlich zu einer nennenswerten Sterblichkeit auch junger Frauen. In Deutschland und vergleichbaren Ländern Mittel-, Nord- und Zentraleuropas ist allerdings dieses Problem seit vielen, vielen Jahren, seit den 70er Jahren, in ständiger Abnahme begriffen, weil wir bei keiner anderen Krebserkrankung ein vergleichbar effektives Instrument der Früherkennung haben. Das wissen alle Frauen hier im Publikum natürlich. Ihre Frauenärztin untersucht sie, im Idealfall die Frauenärztin und im Idealfall
in Deutschland jetzt jährlich immer im Rahmen einer Krebsvorsorgeuntersuchung mit einem Abstrich vom Gebärmutterhals auf entsprechende Zellveränderungen, die, wenn sie in einem ganz frühen Stadium entdeckt werden, und das ist damit möglich, entsprechend behandelt werden können, im allerschlimmsten Fall operativ entfernt werden können. Und damit ist die Häufigkeit eines wirklichen Gebärmutterhalskrebses und vor allen Dingen auch die Sterblichkeit an dieser Erkrankung dramatisch zurückgegangen. Studien, Untersuchungen, Berechnungen von entsprechenden Gesundheitsökonomen wie Herrn Rosenbrock zum Beispiel sagen ganz klar, ein qualitativ gut durchgeführtes Früherkennungsprogramm wie diese sogenannten PAP-Abstriche senkt das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, um 90%. Das schafft keine Impfung, das schafft auch keine andere Maßnahme. Und es demonstriert aber eindrucksvoll, dass wir zum Thema des Gebärmutterhalskrebses, zum Thema der HPV-Impfung damit, zu keinem Zeitpunkt in Deutschland oder Mitteleuropa irgendeine Form von Druck oder gar einer Notsituation oder einer epidemiologischen Katastrophensituation gehabt hätten, sondern in all den Jahren und Jahrzehnten, seitdem wir diese Früherkennung durchführen und sie anfangen, auch immer besser Qualität zu sichern, ist die Häufigkeit dieser Krebsart in Deutschland schon weit vor der Impfung dramatisch zurückgegangen. Was meine ich mit Qualität sichern? Meine Frauenärztin, mit der ich mich regelmäßig austausche, sagt immer, das Problem darin liegt zum Beispiel, dass jeder Hausarzt heutzutage so einen Abstrich macht. Und man natürlich nie genau weiß, wo streicht der eigentlich hin, ja? Und was streicht der eigentlich ab. Ja? Wenn das wie in Ländern, wie in den Niederlanden oder wie in Skandinavien wirklich qualitätsgesichert stattfindet, dass auch immer geschaut wird, sind denn überhaupt die richtigen Bereiche untersucht worden und das wirklich in den Händen von Gynäkologinnen, meinetwegen auch von Gynäkologen bleibt, dann ist die Effektivität einer solchen Maßnahme nochmal wesentlich höher. Wie verläuft denn jetzt eine HPV-Infektion? Erstmal muss man dazu sagen, HPV-Infektionen sind häufig. Im Laufe ihres Lebens infizieren sich bis zu 70% aller sexuell aktiven Frauen mit HPV. Und da wird schon klar, einige von ihnen werden blass. Kein Grund dazu, weil in aller Regel verläuft diese Infektion völlig symptomlos. Es passiert überhaupt gar nichts. Der Organismus schüttelt diese Infektion ab wie jeden lästigen Schnupfen. In einigen Fällen jedoch kommt es dazu, dass dieses Virus im Körper bleibt. Es gibt einige Risikofaktoren, die wir kennen, die das begünstigen. Die Pille zum Beispiel. Auch Rauchen gehört dazu. Rauchen scheint im Bereich des Impfens, Martin, du hast es vorhin ganz gut dargelegt, ja auch schon, ohnehin eine Hochrisikosituation zu sein. Und wenn dann diese Viren im Körper bleiben, können sie im Laufe von vielen Jahren und von Jahrzehnten dazu führen, dass es zu Veränderungen im Bereich der Zellen des Gebärmutterhalses kommt, die dann in einigen wenigen Fällen zu Krebsvorstufen und letztendlich auch zum Krebs führen. Wir wissen jedoch, dass auch stark veränderte Zellen, die auch schon sozusagen auf dem besten Weg zum Krebs scheinen, in ganz, ganz vielen, in den allermeisten Fällen, sich trotzdem spontan wieder erholen und der Befund nach einem Jahr bei der Kontrolle, nach einem Vierteljahr bei der Kontrolle wieder normal ist. Das passiert umso häufiger, je jünger die betroffene Frau ist. Weil das Immunsystem noch kompetenter ist, schütteln jüngere Frauen auch schon weiter fortgeschrittene Veränderungen dieser Zellen immer noch häufiger ab als ältere Frauen. Wir kennen aber Risikofaktoren für die zugrunde liegende oder die Zielerkrankung, wie Rauchen zum Beispiel. Wir kennen Schutzmechanismen, die vor einer Übertragung von HPV schützen, wie zum Beispiel schlicht und ergreifend Kondome. Der Gebrauch von Kondomen senkt das Risiko, sich mit HPV zu infizieren, signifikant um mindestens 70-90%. Und sehen auf der anderen Seite die schweren Nebenwirkungen, die diese Impfung haben kann. Wenn wir das sehen und auf der anderen Seite wissen, wir haben sowieso keinen vollständigen Schutz und müssen von daher, wie es ein Editorial im New England Journal of Medicine mal formulierte, und das New England Journal of Medicine ist eine der renommiertesten Zeitschriften weltweit im Medizinbereich, und dort wurde schlicht und ergreifend das Thema HPV zusammengefasst mit den Worten, wenn sich eine junge Frau impfen lässt gegen HPV, dann muss sie trotzdem regelmäßig zur Früherkennungsuntersuchung gehen,
weil es bleiben ja über 20 Viren über, die trotzdem Krebs erregen können. Wenn sie aber regelmäßig zur Früherkennung geht, dann muss sie sich eigentlich auch nicht HPV impfen lassen. Und viel mehr ist dann letztendlich zu dieser Impfung doch nicht zu sagen.